Immerhin habe ich hier oben auch noch einen Opferofen aufgestellt. Aber so wie es aussieht, rennen alle in denselben Ofen. So, und noch der letzte. Dann kriegst du noch dein Upgrade. Bald kriegt noch einen Imp. Und wir können uns hier mal umgucken. Hier sind auf jeden Fall die Truppen, die vorhin genervt haben. So, fehlen nur die beiden hier mit Upgrades. Dann habe ich genug Seelenlose. Ah, dann habe ich alle Seelenlose auf Stufe 3, so wollte ich sagen. So, bevor wir Sam zum Kraftknoten führen, gucke ich mir mal die... Achso, hier respawnen auch immer wieder Gegner. Also ich muss ja sagen, ich mag auf jeden Fall die Dunkelzwerge. Dunkelzwerge und die Skelettbogenschützen mag ich auch irgendwie. So, das hier sind nur ein paar Einheiten. Jo. Oh, der Respawn. Jo, Respawn. Ah, der kommt von da sogar, der Respawn. I'm walking here. I'm walking here. Die haben immer noch nicht ihr Level up. Aber ganz ehrlich, Helden einzufangen und in die Trainingshalle zu stecken. Halt, Perilous One! You're entering the territory of the Gentle Whiskers, formerly known as the Blood-Soaked Snouts. This is an official district of the City of Mayhew. State your business and let my sniffer smell your scalp. Don't come near me with that filthy snarge, you stinking sword dweller. Now, there is no need for hostilities, Furred One. The Hellchild here is already friends with your kind, the very best of friends. So has he told me. Friends, you say? Smells suspiciously like the Black Breath Clan. If so, you are friends with our sworn enemies. They have chosen to rebel against our wonderful and generous sovereign. We are a part of Ardania, and Ardania's enemies are ours. Fur, no fur. Oh, siding with the forces of darkness, are you? Not very rewarding, is it? Or do you actually like living amongst human garbage and excrement? Why not join the crusade of ultimate goodness instead? Velvet knows how to reward the fair of heart. Oh? Such as? Well, you like swamps, don't you? You can have, what do they call it? Oh, the Reeking Mire. You would love it there, Velvet is sure. Oh, I don't know. King Garibaldi of Mayhew provides us with aged cheese and as much quality litter as we can make use of. Okay, cheese, you say? Hellchild, didn't you mention knowing some famous cheesemaker who travels the central plains with his wagon? How about you pay him a visit and relieve him of a shipment of fine Gouda? How about that, Master Rat? So, a Reeking Mire and a huge chunk of Gouda. Okay, you got a deal, but we need to set up a contract signed with a mixture of blood, spit, and the finest curd as our tradition dictates. Wonderful. The Hellchild will fetch the cheese while Velvet stays here to go over the details. A new side quest has been added. Den wollte ich gar nicht angreifen. Genau. Schön wegbleiben. Rattenmenschen helfen mir doch auch gerne. Und ich find's lustig, eine Karawane wegen Käse zu überfallen.
Überfall die Karawane. Ich sehe die Karawane nur leider nicht. Wahrscheinlich, weil ich den Rattenmenschen jetzt aus Versehen schon angegriffen habe. Hm? Schade. Gut. Also muss ich den Rattenmenschen umboxen und gucken, was dahinter liegt. Na gut, das ist auch böse. How am I there yet? So, der neue Chef ist da. Alle, die kloppen wollen, bitte anstellen. Ihr werdet sofort bedient. Hier ist schon mal nichts. Ihr beide braucht immer noch Punkte zum Stufenaufstieg. Was habe ich jetzt dadurch gewonnen? Ah, noch mehr Rattenmenschen. So, neue Rune. Noch mehr Rattenmenschen. Ach, und da ist der Kraftknoten. Achso, okay, so deswegen mussten wir hier durch. Gut. Porten wir mal alle Truppen wieder hier hin. Inklusive Baal. Vermöbeln noch die Gegner, die hier im Weg standen. Gucken mal kurz hier hoch. Ja, vermöbeln die Zauberer. Und währenddessen kann sich Baal zusammen zurückporten und die nach da oben eskortieren. Oh. Können wir leider doch nicht ganz. Hier hatten wir nämlich ein bisschen Respawn, ne? Ja, legt einfach bitte mal alles um. Ich sehe den Gegner nicht. So, genau. Alles klar hier. Ja, die haben endlich ihr Level up. Das heißt, ich kann denen auch Stufe 2 Waffen geben. Stufe 3 Waffen. Und ich habe sogar schon wieder das Gold zusammen. So, einfach alles kloppen, was da aus dem Teleporter kommt. Werde ich samt oder Velvet, wie er im Englischen hier heißt. Ja, einfach zu dem Kraftknoten durch eskortiere. So. Meine Armee jetzt mal peu à peu hierher zurückziehe. So. Beziehungsweise mal gucke. Ah, drei Trupps brauchen wieder Aufmunterung. Dann machen wir das einfach folgendermaßen. Was zur Hölle, beschütze Sand, halte den Wagen auf. Okay. Indem ich seine Bewacher eliminiere. Okay. Ich hoffe mal, das sind seine Bewacher. Oh. Truppenteilung ist nie sonderlich gut. So. Habe ich Truppen verloren? Nein, bis jetzt noch nicht. Trupp 1 könnte hier drüben vielleicht mithelfen. Das erste.
Oh, jetzt habe ich Verluste. Kein Problem, ich habe ja jetzt den Trupp hier zum Ausgleichen. Also die Hexen. Heroes are entering your dungeon. Und jetzt habe ich einfallende Helden, auch das noch. Hoffen wir mal, dass sie da nicht durchkommen. Und der verdammte Wagen lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Trupp 3 hat auch Verluste erlitten. Dann sehen wir Trupp 3 mal hier zurück. Starten sie mit dem da und so einem aus. Okay. Ah, Trupp 3 hat übelste Verluste. Jetzt habe ich wieder einen Oculus verloren. Das ist schon keine einfache Mission irgendwie. Trupp 2 steht immer gut da. So, ihr müsst zum Training. Oh. Tötet erstmal den Kleriker, der hier nervt. Jetzt muss ich Squad 4 wieder auffüllen. Das gibt's doch nicht. Ja, trainiert ihr mal schön weiter. Oder reicht es, wenn ich auf einer Seite die Wächter aufhalte? Say hello to the boys back home, kid one. So, euch porte ich mal hier hin. So, während ich mir überlege, so einen vielleicht. Und ich, was brauche ich noch? Ein Oculus habe ich. Jetzt ist Squad 1 weg. Ah. Squad 2 hat, glaube ich, auch. Nein, Squad 2 hat noch gerade keine Verluste. Ich hätte gerne noch so einen Kobold. So, ich habe einen Kobold. Missionsziel erreicht. Halte den Wagen auf. Ah, gut, geschafft. Fantastic. Velvet has never seen a demon do so much good for so many people in so little time. Now Velvet is strong again. Nothing can stop the crusade of ultimate good from sweeping across the world. Yeah, to think I was actually worried there for a while. Velvet told you not to worry, didn't he? Now here is the deal. Velvet is going after the most pregnant force of evil in the world. And who is that? Well, there's the Foxy Town Cries Association in Valmorgan. They're pretty nasty. Wrong. Velvet was King Blackie. Velvet knows that to gain power, you must do evil deeds. Hence, the most powerful person is also the one with the blackest heart. You're talking about the Sovereign, aren't you? Correct. The Sovereign must pay for all the pain and suffering he has caused on his way to power. But not only he. All members of his evil regime will answer for their crimes.
First, you will bring justice to the members of something called the City Council. Then it's time to deal with the leader of the kingdom's ruthless intelligence agency. And when you're done, Velvet will rise as the benevolent lord of the Ardanian kings. Ah ja, eine tolle Art, gut zu sein. So, alle Quests erfüllt, neue Sachen. Fallen die TP eines Truppenheilers. Jo. Verwundete Einheiten regenerieren alle 5 Sekunden 5 TP. Krankenversicherung. Ja. Gut, wir können einen Punkt ausgeben. Jo. Und wir könnten zum Teufel mit dem Rad als nächstes machen. Aber vorher gibt es erstmal wieder einen kleinen Cut. Also, bis gleich.